Moin Amigos, moin zusammen, hallo, ich grüße euch. Ich hoffe, euch geht's allen gut an diesem Ostersonntag. So, unser Auswärtsspiel beim FC Augsburg ist ja seit einiger Zeit vorbei. Endstand natürlich wieder mal Remis. Ach komm, hör doch auf. Das Ergebnis, was der FC überhaupt nicht braucht. Gut, lieber einen Punkt holen als verlieren, ist auch klar, aber am Ende des Tages ist es halt dann doch zu wenig. Wir sind jetzt wieder auf einen Punkt auf die Mainzer herangekommen. Ja, super. Hätte es aber auch mit einem Punkt dich wieder vor die Mainzer setzen können. Im Grunde hat sich jetzt nichts getan, außer dass ein Spieltag ja verloren ist, weg ist, wieder mal. Ja, interessant ist halt auch, dass die Serie für uns positiv bestehen bleibt. Aber eigentlich weißt du als FC-Fan gar nicht, wie du heute da einen Punkt geholt hast. Ne? Also mein Tipp war ja 1-1, das ist jetzt auch passiert. Das Ergebnis im negativen Sinne wäre 3-0 für Augsburg gewesen und irgendwie fühlt sich das auch so an. Also so vom Spielverlauf und das, was die Augsburger da wirklich sich gut herausgespielt haben. Sie waren griffig, sie haben als Team gespielt, sie hatten Ideen, sie haben wenig zugelassen und wenn sie mal was zugelassen haben, ja gut, dann hat es halt dann halt einmal geklingelt gegen sie. Es soll wohl laut Aussagen von dem Übertragungssender das erste Konter-Gegentor gewesen sein der Augsburger. Da kann sich der FC was einbilden. Also wir Kölner natürlich. Wir sind die einzige erste Mannschaft, die den FC Augsburg Kontertor eingenetzt hat. Ja, irre. Ja. Wie gesagt, die Augsburger hätten es zu 100% verdient gehabt, dieses Spiel zu gewinnen. Aber gut, irgendwann reißt jede Serie mal. Unsere allerdings nicht, wie eben schon gesagt. Aber die der Augsburger. Die Augsburger hatten zuletzt 4 Siege in Folge. Jetzt haben sie einen Unentschieden geholt. Wir waren vor diesem Spiel seit 4 Spielen gegen Augsburg unbesiegt. Dann hatten wir 3 Siege, ein Unentschieden. Jetzt sind wir bei 3 Siege und 2 Unentschieden. Und ja, wir haben jetzt das 5. Auswärtsspiel in Folge nicht verloren, aber auch nur unentschieden gespielt. Im Grunde haben wir nach Wolfsburg in Wolfsburg 1-1, dann Frankfurt geschlagen und dann haben wir jedes Spiel unentschieden verloren, unentschieden verloren, unentschieden verloren. Ja, ist zwar alles ganz nett am Ende des Tages, aber pff, ja, weiß ich nicht. Wenn du jedes Spiel gefühlt vermeintlich unterlegen bist, keine Chance hast oder dich in den entscheidenden Situationen, da wo es für uns entscheidend ist, ein Tor zu erzielen, ja, dann doch wieder irgendwie ein Gegenspieler dazwischen ist, wo du dann denkst, ja, man kann den Pass aber trotzdem anbringen oder er muss ankommen oder der Schuss muss rein oder. Wenn man heute mal sieht, Adamian, zweite Reihe, so 18 plus Meter. Vernünftiger, endlich mal ein vernünftiger Vollspannschuss, den Darm aber dann auch sicher hält. Aber das war mal ein Gerät, ne, von uns. Normalerweise kommt da so eine Granate von Kainz wie in der ersten Hälfte da, der da weiß ich nicht, ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Falls ihr euch daran erinnert, wie der da mal aufs Tor geschossen hat, da wo da so ein Piu-Kullerball da auf den Torwart zurollt. Ärgerlich fand ich enorm, dass diese eine Umschaltsituation in der zweiten Hälfte, wo Hüseyin Bašić den Ball in die gegnerische Hälfte trägt, ja, diagonal rüber zu Adamian spielt, der den Ball annimmt, gut mitnimmt und dann auch mit links aufs Tor schießen kann, aber dann halt gerade noch so abgefälscht ist und der Ball aber trotzdem immer noch gefährlich ist und dann so knapp über die Latte in der kurzen Ecke, sag ich jetzt mal, rüberfliegt. Der Torwart Dahm hatte eigentlich mit einem Flachschuss gerechnet, weil so wie er links runtergegangen ist, ich glaube, wäre der Ball nicht abgefälscht worden von dem Augsburger noch. Adamian hätte nämlich mindestens halb hoch geschossen. Ich glaube, der Ball wäre gut gekommen, aber okay. In der 93. Minute war ja noch hier Blondi, Luca, der zuerst habe ich gedacht, brauchst gar nicht weiterlaufen, ist eh gleich abseits. Okay, war doch kein Abseits. Spiel ging weiter. Luca setzt sich durch, ist am 16er. Gut, okay, mit seinem schwächeren Rechten schießt er. Wäre wohl aufs Tor gekommen, vermeintlich, aber war natürlich wieder abgefälscht. Was soll ich euch sagen? Ist ja immer so für uns, wenn wir irgendwie in Möglichkeiten kommen, wo es gefährlich werden kann, dann sind die Schüsse halt einfach zu unplatziert oder zu drucklos oder sie werden natürlich einfach abgefälscht. Ne? Wenn der Gegner aufs Tor schießt, hast du vielleicht ein, zwei Mal irgendwie einen Fuß dazwischen, aber ansonsten, Ja, ansonsten war das recht wenig. Dann gab es noch zwei andere Möglichkeiten, wo meiner durch ist und in der Mitte einen anspielen will. Aber da ist, wie gesagt, noch, ich glaube, Pedersen war das denn, der da noch dran ist. Und der Ball ging dann, glaube ich, zur Ecke. Aus diesen Situationen müssten wir eigentlich ein Tor erzielen. Also, wir tun uns ja eh schon schwer im Offensivspiel oder im Spiel nach vorne. Komme ich gleich noch zu, wie wir immer von hinten heraus spielen. Das ist ja halt Katastrophe. Aber wenn du aus solchen Situationen es nicht schaffst, den Ball
aufs Tor zu bringen oder aufs Tor zu schießen oder einen Abschluss zu haben, ja gut, dann darfst du dich auch nicht wundern, ne, dass du keine Spiele gewinnst. Dann gab es nochmal einen guten Ball. Ich weiß gar nicht, wer den weitergeleitet hatte. Ist auch letztendlich final egal. Downs ist dann eigentlich durch, aber dass Downs jetzt auch kein Sprinter ist, wissen wir leider auch. Aber dass in dem Fall dann auch ausgerechnet ein Babu in der Nähe ist und zurücksprintet und Downs dann abläuft und den Ball verteidigt, dann weiß ich nicht. Hätte das nicht irgendwie einer sein können, der halt auch nicht wirklich schnell ist wie Downs oder sowas. Aber Downs hat für mich einen Fehler gemacht, aber da ist er vielleicht noch zu jung und ist alles zu nervös und alles wie auch immer. In der Regionalliga ist es dann vielleicht noch mal was anderes oder in der Jugend zuvor. Aber er hätte auch kreuzen müssen. Oder er hätte noch, nicht noch besser, aber anders gut. Es ist auch ein Kölner mitgelaufen. Wenn Downs vielleicht weiß, okay, das ist jetzt hier ein Laufduell, ich muss jetzt 50 Meter laufen, schaffe ich nicht, warum auch immer, dann nehme ich den Ball an und lege erstmal schon mal quer rüber. So. Heißt jetzt nicht, dass der Kölner dann auch frei durch wäre und ihn reingeschoben hätte, aber dann wäre es vielleicht nochmal eine andere Dynamik gewesen in diesem Konter. Aber gut, letztendlich ist es, wie es ist. Downs hat da ja, sich, ich sag mal, halbwegs gegen Mbabu behauptet, wollte dann aufs Tor schießen, wurde aber dann abgekocht, abgefälscht und dann war das halt alles harmlos. Ne? Ja, dass unsere Standards in Summe halt auch weiterhin schlecht sind, das ist halt auch nicht zu erklären, aber es ist halt jede Woche das Gleiche. Ne? So wie halt auch jede Woche das Gleiche ist, dass wir, Chabot hat den Ball, spielt zu Schwebe, der spielt wieder zurück, wie auch immer am Ende des Tages, meistens hat immer Schwebe den Ball und hält ihn gefühlt 30 Sekunden. Keiner bewegt sich auf dem Platz vom FC, keiner kommt kurz, dass sich eine Lücke aufmacht, einer stößt da mal den freien Raum, da passiert gar nichts. Am Ende des Tages wird der Innenverteidiger angespielt oder der Außenverteidiger, die stehen immer mit dem Rücken zum Gegner, müssen den Ball mit dem falschen Fuß annehmen. Heute war das da sehr oft dann über die linke Seite, dann Paccarada und am Ende des Tages Ballverlust, direkt Torschance für Augsburg, wo Rex Bejai dann am 16er frei aufs Tor schießen konnte, das war gleich zum Anfang. Ich verstehe nicht, warum wir das, man kann es ja mal machen, aber du, gerade als 1. FC Köln in der Situation, wo du dich befindest, leg den Ball, den scheiß Ball dahin als Torwart, nimm 4 Meter Anlauf, sag, ich schieße dahin oder ich schieße dahin, dann gehen da 4 Leute auf nicht ein Fleck, aber ne, so auf die Seite, dann wird vielleicht mal ein Kopfballduell gewinnen, 2. Ball, den kriegst du, setz dich im Zweikampf durch und schon bist du 30 Meter vom gegnerischen Tor. Warum macht man nicht auch mal das zwischendurch? Nein, wir legen uns immer selber die Bälle da fast selber rein. Du stirbst da 1000 Tode als Fan, weil du weißt, wir sind im 1 gegen 1 sowieso shit as hell. Wir sind, was jetzt so gefährliche Pässe angehen, sind wir halt auch unsicher. Ungenauigkeit hast du in den Pässen drin. Und du bringst dich da mal selber in die Bedrulle. Heute muss man aber ganz klar sagen, die Augsburger waren die ganz klar bessere Mannschaft. Und wir haben im Grunde halt auch nur wegen Marvin Schwebe und wegen der einen riesen Rettungsaktion von Jan-Uwe Thielmann, der ja kurz vor der Linie da gerettet hatte, ja, hast du halt heute nicht den Arsch voll bekommen, so wie du den gegen Leipzig voll bekommen hattest da. Ja, weiß nicht, gegen Leipzig nach 60 Minuten war es irgendwie okay, hätte es da eigentlich auch schon hinten liegen müssen. Und da habe ich damals gesagt zu den Jungs im Handy, vielleicht machst du heute aus ganz, ganz wenig ganz viel. Ja, Pustekuchen, hast in 7 Minuten 3 Gegentore bekommen oder was das da war. Und heute musst du eigentlich 5-1 verlieren, also tatsächlich, wahrhaftig, weil das dann nicht ab der 60. dann bergab ging oder sowas, weil du ja die ganze Zeit komplett überlaufen worden bist und überhaupt keine, wenig Gegenwehr hattest. Das fing ja schon an. Standards für uns. Ali, du holt eine Ecke raus zum Anfang des Spiels und wir stehen da und die Augsburger drängeln und schubsen und halten und labern dich voll und alles. Und am Ende des Tages der Schiedsrichter, zu dem komme ich auch gleich. Ich weiß gar nicht, am Anfang war das so, Rex Bejai hält Selke am Arm fest, er lässt sich aber einfach fallen, der Schiedsrichter pfeift faul von Selke, obwohl da überhaupt nichts war. So, dann gab es Standard für Augsburg und unsere Kölner, alle stehen sie brav da, auf Standby, warten, bis der Ball reingeflogen kommt. Wieso wird da nicht auch mal ein bisschen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Da hast du dir wieder komplett die Butter vom Brot nehmen lassen. Letztens, ich sag's das schon seit letzter Saison, seit der zweiten Saison, damals unter Baumgart, erst als Selke kam, wurde das halt ein bisschen besser mit dieser Gegenwehr, mit Mavern und sowas. Aber das kommt ja, da passiert ja gar nichts. Das Einzige ist, dass die Spieler theoretisch mal gegen den Schiedsrichter vorgehen, was aber auch richtig war, gerade der Schiedsrichter heute,
Was ist er, der Kartenspieler von Augsburg oder was? Darf er heute noch ins Casino da Blackjack spielen oder sonstiges? Also jetzt mal ganz ehrlich, das kannst du mir doch nicht erzählen. Das ist ja hier der UNO-Spieler von Deutschland hier oder so. Also Vargas mit seinem Spin-Move, schön und gut, aber er tritt danach nur ins Schienbein von Chabot. Noch nicht mal eine gelbe Karte. Noch nicht mal eine gelbe Karte. Und bei uns, bei jedem Ding sofort gelb. Sofort gelb. Da am allergeilsten, da habe ich mich am meisten aufgeregt und das ist schon Wahnsinn, dass du dir so ein Spiel da angucken musst und du flippst eigentlich am meisten aus, weil der Schiedsrichter da wieder was macht. Weil normalerweise müsstest du dich aufregen, was die Spieler da für einen Scheiß spielen. Finkgräfe über links durch, wird gehalten, gezogen, er fällt hin, einfach kein Foul. Dann ist der Ball frei, ein Augsburger den Ball, der Kölner spielt den Ball, der Augsburger fällt hin und sofort, es gibt ja so Pfiffs von, also, oder wenn der Schiedsrichter pfeift, so, ja, okay, hätte ich jetzt auch nicht pfeifen müssen, aber er hat sofort Foul, weg da, ihr Kölner, die Augsburger haben jetzt nur noch 3 Minuten Zeit, die müssen noch ein Tor schießen, wo ich dann denke, was? Und Ljubicic und Meiner laufen dann rein, das war kein Foul, das an Finkgriffe war aber ein Foul, und das pfeifst du nicht, aber das pfeifst du wieder. Und er sofort, zack, gelb, gelb. Gib uns doch von vornherein schon gleich eine gelbe Karte und dann wissen wir Bescheid, okay, wir machen gar nichts. Und also bei allem Respekt, also der Schiedsrichter war heute echt auf FC-Niveau. Ich will jetzt hier nicht über den Schiedsrichter, aber das ist ja wieder so, ich habe es ja schon mal gesagt, du als FC-Fan, du sitzt hier nicht, guckst ins Spiel, okay, war scheiße, hast verloren, Punkt, aus, Ende. Leg dich hin, Licht aus, Feierabend. Du guckst ins Spiel und du hast am Ende des Spiels 10 verschiedene Gründe, warum du das Spiel nicht gewonnen hast, warum du verloren hast. Wer alle scheiße war, nicht nur die eigenen Leute, die anderen waren auch scheiße, aber das wird wieder anders gehandelt oder geregelt oder sonstiges und sonstiges. So, allerdings, ich glaube, um die 70. plus herum gab es irgendwie einen Schuss aus der zweiten Reihe, wo man sah nur eine kurze Zeitlupe, wo hier Selke wieder da irgendwelche Grimassen gemacht hat und so ein bisschen mit seinem Flügel da, so, da habe ich gedacht, okay, da geben sie jetzt Elfmeter, weil der Arm war nicht angelehnt, sondern so ein bisschen so raus. Kann man jetzt auch ein bisschen sagen, als FC-Fan hat man auch ein bisschen Dusel gehabt. Das zweite Ding kurz vor Ende, wo Beljo war das, glaube ich, verbessert mich gerne. Der Ball wäre ins Seiten aus, in die Walachei. Der wäre in Richtung München oder was weiß ich, wo da runtergekommen wäre. Der wäre da hingeflogen. Dafür wollten die Elfmeter haben. Klar, der Ball ist an den Arm oder an den Unterarm so von Martel, aber das Tackling war ja, er will das Tor verteidigen. Und das ist seine Stützhand gewesen. Und er hat sie nicht nach vorne, nach hinten oder sonst was. Und wie gesagt, der Ball, der hat den ja überhaupt nicht richtig getroffen, der Augsburger. Der wäre nicht, also, beziehungsweise, wie sage ich das jetzt? Ich bin Schwebel und ihr seid jetzt der Stürmer. Und vor euch legt sich Martel jetzt hin, kriegt den Ball an den Arm. Aber der Ball wäre jetzt nicht in mein Gesicht aufs Tor geflogen, sondern da hinten hin zur Einwurflinie. Aber gut, lassen wir das. Also das war für mich halt kein Elfmeter, aber bei Selke hat man vielleicht ein bisschen Dusel gehabt, aber okay. Ansonsten, wie gesagt, Schwebe Weltklasse. Als Schwebe da saß, weil irgendwie am Oberschenkel, wahrscheinlich ist er darauf gefallen, hat der Muskel vielleicht ein bisschen zugemacht oder der Aufprall war dann doch ein bisschen komisch. Hatten wir schon alle gesagt, du Scheiße, jetzt muss der raus, jetzt kommt Schwebe rein. Schwebe rein, sage ich schon. Schwebe muss raus und Pentke kommt jetzt rein. Ja, gut, ging nochmal alles gut. Ja, was sollen wir sagen? Ist alles beim Alten, beim FC. Ja, Support war super. Kommt alle gut nach Hause. Ihr, die dort waren oder immer noch da sind. Ich weiß ja nicht, ob ihr da euch noch irgendwie eine 5 € Bockwurst da holt. Ja, genießt trotzdem noch das Wochenende. Ansonsten, ja, es war halt einfach wieder alles zu wenig vom FC leider. Ich weiß auch nicht, es ist jede Woche das Gleiche. Jede Woche sitzen wir hier und gucken uns an und schütteln mit dem Kopf und zocken mit den Schultern und Achseln und Armen und fragen uns, warum, wieso, weshalb, und es bessert sich einfach nichts. Es bessert sich einfach nichts. Ja, was soll ich euch sagen? Vielleicht ist es jetzt auch so ein bisschen daher geschuldet, auch von der Bank jetzt so, die Wechsel haben jetzt auch keinen großen Impact gegeben, weil die Spieler alle zuletzt angeschlagen waren. Egal aus welchen Gründen, weil sie krank waren, weil sie eh eine Verletzung hatten, schon seit Wochen. Das kann es so ein bisschen entschuldigen, ja, aber es kann ja jetzt auch nicht sein, dass wir jede Woche darüber sprechen, dass Adamian, der eigentlich auch wie Tigges shit as hell war und der da nichts auf dem Platz zu suchen hat, mittlerweile jetzt seit 3, 4 Spielen im Grunde unser bester Spieler ist. Nicht nur im Angriff von den Angreifern vorne, sondern einfach auch von dem Einsatz und was er zeigt und alles. Aber gut.
Ja, jetzt hoffen, dass wir nächste Woche irgendwie Bochum schlagen. Allerdings, wenn Bochum heute, glaube ich, Darmstadt schlägt, dann können die eigentlich auch gefühlt einen Haken dran setzen. Ja, selbst wenn wir Bochum schlagen sollten, was erstmal passieren muss, dann wären es, glaube ich, immer noch wieder 6 Punkte oder weiterhin 6 Punkte Vorsprung für Wolfsburg, sage ich schon. Entschuldigung, ich meine Bochum. Bochum. Also wenn Bochum Darmstadt gleich schlägt oder nachher, dann können die einen Haken dran machen. Und sollten wir Bochum schlagen, okay, schön und gut, müssen wir aber erstmal hinkriegen. Dann haben die immer noch 6 Punkte vor uns. Und ja, die muss ja auch erstmal gewinnen, die Spiele. So, und jetzt hast du halt mit Augsburg die finalen 8 Spiele oder sowas wieder keinen Sieg geholt. Was haben wir seit 13, 14, 15 Spielen? Haben wir nur einen Sieg? Das war halt gegen Frankfurt. Ansonsten gönnst du dir hier ein paar Unentschieden und das ist halt einfach, ja. Damit bleibst du nicht in der Liga, so leid es mir tut. Und selbst wenn du irgendwie in die Relegation kommst, okay, gut, die musst du aber auch erstmal spielen. Ja, es ist, ich weiß nicht. Also man hat von der Innenverteidigung raus Schabo und Hübers, Schabo sogar ein bisschen mehr als Hübers oder nicht, oder sehr wohl, waren schon konstant, muss man ja sagen. Aber wer hat jetzt heute irgendwie brilliert oder sowas? Hüseyin Bastic hat vielleicht diesen einen Gegenzug auf Adamian hat er gut gemacht, aber dafür hat er auch in der ersten Hälfte 2 Katastrophen-Fehlpässe gespielt. Im Umschaltspiel, im Aufbauspiel für uns, wo wir selber den Ball gewonnen hatten, er selber sogar, und dann spielen die den Gegnern dann nur den Ball in den Fuß. Und ja, ist das jetzt Nervosität, weil du unten stehst, weil du zu jung bist, weil einer unnötig ruft oder sowas und dir deine Dynamik wegnehmen will, weil du eigentlich den Ball nach vorne tragen willst oder sowas? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt müssen wir halt hoffen, dass die Jungs ja weiter Gas geben im Training, dass sie ja wieder ein bisschen besser werden, auch was das Läuferische angeht. Ich glaube, mittlerweile sind wir Vorletzter, was die Laufstatistik angeht. Aber ist auch okay, weil ich habe ja eh immer kritisiert, dass wir viel zu viel unnötig laufen. Aber nach dem Schlusspfiff jetzt vorhin in Augsburg, alle Kölner standen da, als ob sie wie ich 42 bin und jetzt irgendwie zweimal 35 Minuten in allen Herren gespielt haben oder sowas. Das kann es ja auch nicht sein. Ne? Also, ich weiß nicht, was da los ist, aber ja gut. Wie gesagt, wir müssen jetzt den Punkt mitnehmen. Wir bleiben an Mainz dran. Das ist das einzige Positive, dass du heute nicht unter die Räder gekommen bist. Ja, ansonsten müssen wir halt wieder eine Woche abwarten und da hoffen, dass da irgendwie mal wieder ein Dreier rumspringt. Egal gegen wen. Ob es jetzt Bochum ist, danach die Bayern ist. Wobei, gut, die Bayern, die haben dann wieder wahrscheinlich wieder Bock und dann gibt es da wieder 8 Tore oder sowas da. Aber gut, jetzt abhaken. Jetzt ist es so, wie es ist. Müssen wir wieder die bittere Pille schlucken da. Wie schon seit gefühlt 40 Spielen mit der Rückrunde letztes Jahr. Ja, sitzt du hier als FC-Fan und ja, es ist eigentlich alles wie gehabt. Leider, ne? Gut, hoffen wir, dass die Jungs weiter Gas geben im Training und dass das nächste Woche irgendwie ein bisschen besser ausgeht. Laut der Statistik, unentschieden Niederlage, ja, unentschieden Niederlage, unentschieden Niederlage, unentschieden Niederlage, wäre nächste Woche natürlich wieder eine Niederlage dran, aber die Jungs können uns da eines Besseren belehren und uns auch mal wieder, ja, zum Jubeln bringen, ne? Und nicht immer nur einmal alle 3 Spiele, weil wir da mal irgendwie ein Tor schießen oder sowas, sondern mit 3 Punkten, das wäre halt schon mal, ja, wäre halt schön, ne? Aber gut. Es gibt halt Leute, die reden halt gerne viel, ne? So, von daher beende ich jetzt das Video. Ich wünsche euch, wie gesagt, noch einen schönen Sonntag, schöne Ostern. Lasst es euch gut gehen. Ja, geht noch mal ein bisschen raus. Heute ist das Wetter zumindest noch halbwegs gut. Morgen bei mir soll es wieder nur regnen. Deswegen, ich werde gleich noch mal eine Runde rausgehen. Ja, und dann nachher noch lecker essen und dann war es das auch für mich, ne? Gut, haut rein, macht's gut. Come on, FC.